Wenn sie volle Dröhnung fahren, dann wird es eine knappe Partie, denke ich. Wenn sie richtig zurechtkommen auf Europass. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das 2. Gastschimmack darf sich immer die Seite aussuchen. Das ist ein guter Start. Ich denke mal, dass sie halt CT starten, denn die Dänen sind auch CT stark hier. Auch stärker als vielleicht manch andere. So, wenn wir den Countdown überlebt haben, dann geht's zur Sache. Das lange Warten hat ein Ende. Meine lieben Freunde, wir sind Tatsache angekommen in der zweiten Partie heute. Morgen aber den gleichen, das gleiche Gedöns nochmal. Ich hätte jetzt was Müll gesagt. Denn morgen ist das gleiche in Grün. Es gibt erst ein Dota-Spiel, was wir natürlich nicht übertragen. Und dann im Anschluss um 11 Uhr das erste CS-Spiel. Wenn es also da Delay gibt, dann kann es sein, dass wir schon die Arschkarte haben. Cajun. Ich bin Kerrigan auch noch auf. Kriegt aber auch ins Gesicht. Schön gemacht von den beiden. Ja, wie gesagt, und dann gibt es nach diesem Best of 3 CS nochmal ein Dota-Game, so wie heute. Und 17 Uhr dann das zweite Game. Und ja, das ist ein bisschen problematisch. Wenn es irgendwo da Probleme gibt, dann verschiebt sich alles nach hinten. Oh, Cypex, der kämpft jetzt hier noch um sein Überleben auf dem Spot, aber da hätte er natürlich sofort treffen müssen. Und jetzt die Chance für Dupree hier ordentlich aufzuräumen. Erster Schuss sitzt. Der zweite versteckt sich, wartet darauf, dass Flamey hier die Bombe legt. Und dann werden die beiden da zusammenarbeiten müssen. Dupree hat nochmal seine Position verändert. Gar nicht so schlecht gedacht. Dadurch verschleiert er natürlich so ein bisschen sein Movement. Und das ist extrem schwierig für den Spieler hier, denn er hat zwei verschiedene Positionen, an denen der Gegner jeweils rumkommen kann. Also 1:0, Navi. So, und hier unten seht ihr es auf dem Bild. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann. Edward ohne Bart. Sieht richtig annehmbar aus. Nicht mehr ganz so hipster wie vorher. vom Stil her. Aber der Bart macht ihn gleich drei Stufen gepflegter irgendwie vom Stil her, finde ich. Der fehlende Bart. So, es gibt den obligatorischen Force-Buy. Natürlich immer gefährlich. Die Dänen sind pistolstark und vor allen Dingen auch dieselstark. Muss man immer damit rechnen, dass da noch ein paar Schüsse zurückgeflogen kommen. Oh, der weiß, hat schön Damage gemacht. Aber die Langposition fällt auf. Dementsprechend hat er kein Backup mehr. Und dann wird er gleich zerlegt. Zwei zu 0. Einmal in die Vollsparrunde. Und dann geht's an die Waffen. Keiner hat wirklich viel Geld drin gelassen. Device hat 2500 im Portemonnaie. Zusammen mit den 2-4, die in der nächsten Runde bekommt, könnte das für ein AWP reichen, wenn sie es wirklich drauf anlegen. Aber Questionmark ist ein Team, was gut und gerne auch mal auf den Zoom verzichtet, wenn es nicht unbedingt sein muss. Vor allen Dingen so die ersten Runden. Da testet man erstmal an, ob man ohne klarkommt. Guardian auf der anderen Seite, das kennen wir von Navi, ist ein mehr oder weniger ausschließlich AWP-Spieler. Er kann zwar die Rifle auch spielen und das ist absolut nicht schlecht. Boah, schön über Flamey. Kann absolut solide M4 und auch AK spielen. Aber der fühlt sich natürlich am wohlsten mit dem Zoom in der Hand, mit der AWP. Ich finde beides ziemlich sympathische Teams. Also könnte ich da gar nicht mal einen Favoriten geben. Navi ja sowieso eines meiner heimlichen Lieblingsteams. Aber Questionmark ist erstens eine sympathische Truppe und zweitens ein sehr, sehr konstantes, gutes Team. Und auch bei Navi hat man das Gefühl, dass sie über ihre Abhängigkeit von Guardian so ein bisschen hinweggekommen sind. Also seit einiger Zeit scheint es auch bei den anderen Spielern wieder deutlich besser zu funktionieren. Spieler wie Flamey haben ihre Stärke natürlich auf der T-Seite mit der AK. Und siehst, extrem guter M4-Spieler. Auf der anderen Seite Dupree, den ich vielleicht auch als einen der besten und solidesten Spieler der Welt ansehen würde. Und eigentlich kann man da mehr oder weniger auch jeden nennen. Device entgegen meiner Vermutung dann doch an die AWP gegangen. Also werden wir ihn im Zoom wiedersehen. Und wir sehen es schon hier. Aufbau Richtung A-Spot. So, go für den Start.
Die Smokes, deshalb ist keine Hinderung. Aber Kerrigan ist derjenige, der die beiden da abgeräumt hat. Jetzt gilt es natürlich, die Kurzposition auch irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und da ist genug Ablenkung entstanden, dass Dupree hier relativ leicht gespielt wird. Im ersten haben sollte der Platz auch sofort. Ah, für Guardian reicht die Munition nicht mehr ganz. Nicht ganz so präzise geschossen. Ja, Guardian wechselt auf die AK, um flexibler zu sein, aber da ist nichts zu wollen. Erste Runde für die Dänen. Also die erste Waffenrunde am Festschirmmarkt gegangen. Durch vernünftiges Money Management hat Navi trotzdem die Möglichkeit, hier nochmal nachzukaufen. Haben gerade relativ wenig Equipment nachgelegt. Ausrichtung lang. Aber wenn die Dänen etwas gut können, dann ist das ein Langrush-Block. Das haben sie in der Vergangenheit immer wieder hingestellt. Aber das wäre die Möglichkeit gewesen, ihn da aus der Grube zu fischen. Kerrigan überlebt hat irgendwie noch. Und ich glaube, schneller Lang-Go ist etwas, was wenig Erfolgschancen hat. Man kann Navi hier nicht übel nehmen, dass sie es erstmal versuchen. Also die ersten Runden sind meistens dafür gedacht, Schwachstellen zu suchen. Aber letztendlich hat sie das die zweite Waffenrunde gekostet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Guardian da vielleicht noch ein bisschen Schaden anrichten kann. Er müsste die AWP safen, wenn sie nächste Runde kaufen wollen. Wenn er hier noch drauf geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch eine Buy-Round folgt. Er ist zumindest unentdeckt durchgekommen Richtung B und das sollte eigentlich ein Todesurteil für den B-Spieler sein, dass es Dupree hinter der Box steht. Aber Guardian wird, um da runter zu kommen, natürlich einen Step machen müssen. Ja, jetzt hat er ihn ganz klar gehört, ist schon drin. Und Dupree hat dann natürlich den Vorteil auf seiner Seite. Ja, das ist das Bittere. Ohne Step kommt man da nicht runter. Jetzt kommt der Pause-Call. Das ist auf jeden Fall ein technisches Problem. Oder irgendwas ist da passiert. Es würde natürlich keinen Grund geben, hier zu pausieren. Alles wieder behoben. Wir haben es überlebt. Im Laufe des Turniers hat mir Kerrigan auch wieder extrem gut gefallen. Und das werden wir nachher wahrscheinlich auf Mirage sehen. Ich weiß nicht, ob ich jemanden aus dem Stegreif sagen könnte, der auf einer bestimmten Map so dermaßen carried, wie Kerrigan das macht, dann eben auf Mirage. Da ist mehr oder weniger verlässlich, dass er ausrastet. Aber gut, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Jetzt gibt es erstmal das 2. Mit Ball von Navi übrigens. Der hat ihn an der Deagle auch nicht zu unterschätzen. Er hat sehr, sehr präzises, gerade dieses One-Click-Aiming. Weil mir jetzt ein besseres Wort dafür fehlt. Ja, richtig, Kerrigan. C-A-R-R-Y. Kerrigan. Genauso ist es. Na, das ist Navi-Spielstil, wie er lebt und lebt hier. Kurzkontrolle. Warten, ob der Gegner einen Fehler macht. Kurzen Blick Mitte rausgeworfen, ob da jemand offensiv steht. Und dann ist Abwarten angesagt. Das ist also klassisch. Taktischeres, standardmäßigeres, das 2 in guter Ausführung wird man wahrscheinlich bei keinem Team sehen. Jetzt geht's mit raus, Basement Smoke liegt auch schon, auch das ist relativ Standard, aber das Ganze nur als Fake gespielt. Device, der hat da glaube ich nicht so viel Informationen bekommen, deshalb ist es auf jeden Fall angewiesen hier zurückzuschieben. Aber die beiden auf dem A-Spot scheinen es ganz gut unter Kontrolle zu haben. Kerrigan verschießt und damit kommt Zeus natürlich auf den Spot drauf. Aber ist er rechtzeitig da, um die Bombe zu planten? Jawohl. Also 800 Dollar schon auf das Konto, trotzdem die beiden in Unterzahl. Und solche Dinge könnten sie da vielleicht noch die Runde kosten. Das war ein bisschen frühzeitig, dass Kerrigan da schon auf den Spot drauf pusht. Und das könnte gefährlich werden. Flamey! Schneller Double Kill! Und jetzt hat er Cajun natürlich bei den dänischen Eiern. Wollte ich mal fast sagen. Cajun geht an die Bombe. Oh mein Gott, die Zeit geht durch! Er hat's durchgezogen!
Und Flamey, ich weiß nicht, ob er seinen Augen nicht ganz getraut hat, ob da durchgezogen wird oder nicht. Auf jeden Fall hat er nicht ganz getroffen und es macht sich bezahlt oder bestraft, besser gesagt, dass die Bombe nicht hier vorne gelegt wurde. Dann hätte er es nicht machen können, sondern ein kleines bisschen weiter hinten. Die Plant Zone, die geht ja bis hierhin. Das hat er natürlich getan, weil er hier nicht zu dicht an der Karte stehen wollte, für den Fall, dass jemand guckt. Aber das hat sie im Endeffekt dann die Runde gekostet. Schön durchgezogen. Aber Flamey hätte das eigentlich retten können. Es scheitert an ein paar Zentimetern, die die Bombe gelegt ist. Ein paar Zentimeter weiter vorne, das muss wirklich nicht viel sein. Dann kann er schon nicht mehr so direkt hinter der Box sitzen, sondern muss weiter raus und er würde seinen Kopf rausgucken. Natürlich auch sehr schön erkannt, die Situation von dem Dan, dass er das probieren kann. Offensiv Push in den Cutters hat keine Informationen gegeben, außer dass die Cutters oben momentan frei sind. Das könnte interessant werden. Device ist schon unterwegs über die T-Base, während Dupree hier unten nur abstellt. Scheint keinen Blick riskieren zu wollen Richtung Kurz. Und das macht er wahrscheinlich richtig, denn wir sehen Seast, der schaut schon mal nach Cutters. Ja, und das Ganze dauert so lange, das weiß man natürlich auch, dass man ein bisschen Zeit hat, dass Device hier die gute Gelegenheit hat, alles auseinanderzunehmen. Muss ich einen aussuchen? Guardian hat gerade zurückgeschaut. Und das ist natürlich übel. Er hätte die Gelegenheit einfach beim Shop verpacken können. Und ich glaube, seine Position ist bekannt. Riesenkatastrophe. Geht den Jungs hier so ein bisschen aus der Hand. Device kann sich trotzdem durchsetzen. Und dadurch ist natürlich klar, dass man Richtung B geht. Oh, Device, den musst du mitnehmen. Guardian muss einfach fallen in der Sekunde. Noch Cypex. Seine Aufgabe ist jetzt zu stören. Er darf nicht warten. Er muss jetzt rein, denn ansonsten ist der Baseboard frei. Und vier Spieler, die auf dem Baseboard sind, die sind ein Todesurteil für die Runde. Und Cypex hat seine Gelegenheit verpasst. Das heißt, in dem Moment wird es verdammt schwieriger Retake. Und ich denke, dass sie den damit aufhören. Ich denke, dass sie die Runde damit sein lassen. Jetzt wird interessant, ob Flamey noch Schaden machen kann, ob er ihn noch Waffen abnehmen kann. Ich denke auf jeden Fall nicht, dass er da steht. Schönes, sauberes AK-Aiming. Wie gesagt, eine Terror-AK-Maschine, der Gute. Ja, das ist eine Mischung aus unglücklich und schlecht reagiert. Question Mark hätte, zum einen hätte Device hier einfach abdrücken müssen. Er wollte es extra spannend spielen, aber das Doofe ist, dass er in dem Moment das Guardian sich gerade umgedreht hat. Und dadurch, dass er hier oben an der T-Base gesichtet wurde, von der Mitte, dadurch ist es klar, dass der Baseboard erstmal frei ist. Denn man weiß ja ganz genau, wie der Laufweg war. Das heißt, er hat Informationen weitergegeben, okay, hier ist frei. Und in dem Moment, wo der Mittelspieler hier tot war, war es klar, dass man Richtung B geht. Dementsprechend wichtig wäre es gewesen, für Cypex sofort im Loch anzugreifen. Er musste verhindern, dass die Bombe gelegt wird. Oder jetzt, solange es noch nicht so viele sind. Da waren maximal zwei Leute. Na gut, vielleicht drei. Den Spieler auf Kurz wusste, konnte man ja nicht wissen. Aber trotz allem, es war seine beste Chance, die Runde noch zu retten. Er hätte da angreifen müssen. Die Situation dann nicht richtig erkannt. Und das vor allem, wenn man bedenkt, dass die Runde ja jetzt hier in der Eco gemündet ist. Da ist wieder die übliche Aufstellung. Man sollte natürlich, oder wird natürlich versuchen rauszufinden, wo die beiden Waffen stehen. Die Weiße hier in der Ecke kann entweder den ganzen Go aufhalten oder brand werden. Das sind meistens die zwei Optionen, die man hat. Dazwischen, diese Grauzone ist relativ gering. Da ist Guardian. Anschuss hat er gesetzt, aber reicht nicht. Jetzt geht sofort drauf. Flamey, zweiter Frag, ist natürlich der Mann, der vorgeschickt wird. Gerade mit seinem sauberen, präzisen AK-Aiming, was er hier an den Tag legt. Kerrigan heißt es Waffe saven, jetzt schon. Er weiß aber, dass Seast auf ihn zumarschiert. Deswegen verständlich, dass er erstmal drei Schritte zurück macht. Sieht so aus, als ob Navi hier nicht so viel Interesse daran hat, ihnen die AFA noch abzunehmen.
müsste ihnen eigentlich klar sein, dass da was gesaved wurde. Kurzes Geld schauen, so richtig schön ist das hier vom Equipment nicht. Also ich weiß nicht, ob Quest schon mal da nochmal nachkauft. Besser wäre es sicherlich zu sparen, aber sie hätten diese eine schicke AWP da noch übrig. Ja, geht. Geht in die Eco-Runde. Also bleiben wir mal bei Kerrigan. Der hat hier die größte Chance, wirklich Schaden anzurichten. Der Rest des Teams hauptsächlich mit kleinen Pistols unterwegs. USP, P2000. Nur Dupree überhaupt eine Deagle geleistet. Device nimmt die AWP. Kriegt natürlich noch eine zweite Chance. Aber Guardian hat sich schon vernünftig angeziert. Wie der Navi kennen, erstmal nichts überstürzt. Also man muss ganz klar sagen, dass die Leistung von Flamey einfach nur grandios ist. Bisher ist er so ein bisschen die treibende Kraft, auch mit diesen vielen wichtigen Essence-Tracks. Zeus, das auch sauber gesprayt, war natürlich nur Pistols ohne Rüstung. Ja, aber ist gerade gefallen. Also Guardian macht seinen Job gut. Seine Hauptaufgabe ist es, der gegnerischen AWP den Spaß zu versauen und quasi der Counter zu sein für eventuell defensiv stehende CT-Avis. Und Flameys Aufgabe ist es dann, den Entry-Frag zu besorgen. Und diese Kombination funktioniert extrem gut. Alle anderen machen ihren Job auch. Das ist, das will ich jetzt mal hier gar nicht so abwertend sagen. Oder vielleicht nicht, dass es falsch verstanden wird. Aber hauptsächlich sind es Guardian und Flamey momentan. So, die Antwort von Question Mark ist Doppel-AWP. Natürlich auch hier der Gedanke, dass man vielleicht Guardian unter Kontrolle bekommt. Wie gesagt, das wäre dann schon mal 50% von der Gefahr unter von der Gefahr auch ausgeschaltet. Okay, ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. So, nachdem man die Kurzkontrolle hat, arbeitet man sich wieder vor. Und von kurz kann man natürlich auch alles spielen. Man kann A-Split spielen, man kann die CD-Base runterhüpfen. Auch da verschiedene Varianten. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein, zwei Leute auch die CD-Base runterrennen. Und Flamey jetzt erst durchgeht. Flamey ist gefragt. Ist aber nicht runtergehüpft. Sie haben Zeus da unten abgesetzt. Der Maschine ist durch Richtung Spot. Irgendwo links ist einer, den ignoriert er, aber Cajun, der lässt ihn da nicht. Und das war Gold wert, denn dadurch hat er seinen Kollegen auf Lang gedeckt. Mal gucken, ob er sich revanchieren kann dafür. Erstmal ist Cajun noch gefragt. Lang ist gefallen, aber die Formation kam nicht rechtzeitig an. Spielt aber keine Rolle, denn Guardian hat sowieso schon den Spot angezogen. Und hat es einfach ein bisschen zu lange gedauert, bis die Spieler tot waren. Dadurch, dass Cajun hier die Ecke nicht effektiv abhalten konnte, dadurch fehlt ihnen natürlich ein bisschen Zeit. Und es sind nur so ein paar Sekunden, die entscheiden, ob man den A-Spot einnehmen kann oder nicht. Die CTs haben 4-5 Sekunden lang meistens nur die Chance, den Spot zu halten. Ansonsten sind die Ts so dicht dran, dass man eh überrannt wird. Und was sagt man dazu? Das T-Spiel von Navi sieht hervorragend aus. Und ehrlich gesagt finde ich nicht, dass man Question Mark hier so große Vorwürfe machen kann. Sie haben auch bisher ein ziemlich solides CT-Spiel hingelegt. Ein paar kleine Ausnahmen waren dabei und die haben schon gereicht. Und das plus die unglaublich schönen Entry-Frags und sauberen, sauber ausgeführten Ghosts von Navi. Was gemacht? Ja, da hat sich so ein bisschen in Panik verleiten lassen. Edward auf Lang. Da sieht man den Unterschied auch so ein bisschen. Flamey drückt halt einfach seine Momente sofort. Und auch Guardian ist gut drauf heute. Also 8 zu 3. Wie gesagt, Navi mit extrem klassischem, sauberen, spätem aus dem Aufbau resultiert in das 2-Spiel. Und das geht hier gerade gegen TSM. So habe ich TSM gesagt, gegen Question Mark. Extrem gut auf.
Stimmt. Da hat er sich ein bisschen verschätzt. Die Weiße war geduldig genug. Wieder Doppel-AWP. Also man hält da weiter dran fest. Ist der Meinung, dass es einfach nur unglücklich gelaufen ist. Und bleibt deswegen weiter bei der Strategie. Und bisher haben sie nicht so viel Kontrolle über Codes. Auch neue Situationen, dass man den Entry Frag da kassiert hat. First Frag. So, und das ist hier auch Klassiker. Einer spielt sogenanntes Unflashed. Stellt sich in die Ecke, dass er nicht geblendet wird. Und dann eben hochziehen kann. Aber er hat zu lange gebraucht. Navi ist einfach ohne Flash rumgegangen. Die AWP hat verschossen. Und so fällt Cypex. Trotzdem hat er einiges an Schaden gemacht. Schöne Gegenflash. Und Kerrigan braucht jetzt unbedingt Hilfe. Und wenn er etwas kann, eigentlich dann ist das diese Position hier zu spielen. Der Molotov nimmt ihn etwas raus. Er braucht unbedingt Backup. Aber Cajun ist mit Codes beschäftigt. Es ist besser, seinen Kollegen auf Flank zu decken. Und da hat er sich gerade ein bisschen verschätzt. Einzige Gelegenheit, die ihm geblieben wäre, war einfach stehen bleiben. Aber er hat nicht mitbekommen, dass Zeus tatsächlich über Codes nachgeschoben ist. Es war schon richtig, Richtung Lang zu gucken. Aber er hat ihn einfach nicht getroffen. Bleibt eingestellt, aber Kerrigan damit hätte retten können. So, jetzt geht's über kurz. Retake läuft, siehst du, schießt nicht unbedingt so oft an der AWP in letzter Zeit. Das war trotzdem ganz gut. Im Blick, aber der Free mit zwei schnellen, schönen Headshots. Er hat sich den Retake dadurch erarbeitet, oder hat sich die Bombe dadurch erarbeitet. Da würde noch eine AWP liegen, aber er hat schon eine auf dem Rücken. Also, hart erkämpfte Runde mit Question Mark. Und man sieht es, der Aufspot ist alles andere als uneinnehmbar. Und ich glaube, da wäre es auch an der Zeit, dass man sich mal darüber abspricht. Denn ansonsten ist die nächste Runde auch gleich wieder futsch. Der Aufspot ist angreifbar und zwar deutlichst. Und da muss man unbedingt was gegen machen. Hoffentlich was raus für den Cajun. So, eine Minute. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ihr kennt das Spiel. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Navi hier von ihrem Lauf oder von ihrer Strategie abweichen sollte. Der Aspot ist gut einnehmbar. Das gerade ist nur schief gegangen. Von der Taktik war das absolut in Ordnung. Wieder Kerrigan. Mal gucken, ob es das mal besser machen. Kriegt sofort ins Gesicht. Edward sicher. Und Cajun hat da wieder das Problem. Es ist genau die gleiche Aufstellung, die eben drei oder viermal schon Probleme bereitet hat. Da muss man noch was ändern. Ich weiß nicht. Strategisch hat das überhaupt nicht funktioniert. Kerrigan kam sich da ein bisschen alleine vor auf Lang. Und Navi nutzt es einfach wieder aus. Da frage ich mich, was ist los mit den denen? Hätte ich auch sagen können, frage ich mich, was ist los mit denen? Versteht er? Ja, ja. Aber das ist eigentlich etwas, was ihnen nicht passieren dürfte. Ich kann mir das nicht ganz erklären, dass man darauf nicht kommt. Das ist wirklich offensichtlich, dass die Strategie nicht funktioniert. Navi hat das komplett durchgekaut und hat es komplett auseinandergenommen und weiß, wie sie das zu knacken haben. Und gerade in so einer wichtigen Runde, dass man da einfach stur Standard seinen Stiefel weiter runterspielt. Ah,
also das ist natürlich dann nicht möglich, auf den Spot drauf zu kommen. Auch wenn Flammy wieder gute Arbeit leistet, keine Frage. Aber mit den Pistols können sie da natürlich auch nicht gegenhalten. Ja, und damit sind die Jungs schon zweistellig. Also zweistellige T-Hälfte ist auf jeden Fall schon mal eine Kampfansage. Jetzt geht es natürlich für Question Mark wenigstens die letzte Runde noch mitzunehmen. Ja, und hier sehen wir den Klassiker. Wenn man am Ende Geld hat, kauft man halt ein paar AWPs und Snipers mehr. Bei der Menge an Zoom-Waffen, die da steht, finde ich, sollte man sich ein paar extra Sekunden bei Navi nehmen, um die zu verstecken. Denn wenn irgendjemand von Question Mark da Richtung T-Base kommt, dann kann er natürlich ordentlich was mitnehmen. Und das kostet halt auch den Spieler. Klar, das war derjenige, der sich so ein bisschen angelegt hat mit ihnen. Also man hat jetzt ganz klar eine andere Strategie gewählt. Natürlich fehlt es auch dieser Schiebespieler so ein bisschen. Und die beiden versuchen lang Dev zu stehen. Auf Retake, ich weiß nicht, funktioniert halt nur, wenn Navi auch ein bisschen Druck über lang macht. Wenn sie gebündelt über kurz gehen, so wie das hier aussieht, haben sie auch da wieder alle Vorteile dieser Welt. Man muss nur kurz den Spot checken. Und wenn man feststellt, dass da niemand ist, dass das lang auf Retake ist, legt man für kurz, barrikadiert sich auf der Kurzposition, ein Spieler Vierer. Und dann hat man den ganzen Spot unter Kontrolle. Und es wird verdammt schwer zu retaken. Guardian noch dazu, erstmal als Bonus damit beschäftigt, lang abzuhalten. Das heißt, wenn er da vielleicht noch jemanden erwischt. Ja. Der macht da einfach, worauf er Lust hat. Zweiter Schuss saß nicht. War auch ein bisschen aus Bewegung raus. Sicherlich kein leichter. Das Carry jetzt an seinem Schuss vorbeigesprungen. Aber Guardian hat völlig selbstbewusst, dass er einfach nochmal rumzieht. 11 zu 4. Sehr, sehr starke T-Performance von Navi. Absolut souverän hier runtergespielt. Ihren Vorteil, sie haben frühzeitig schon rausgefunden, wie man die Deckung von Question Mark durchdringen kann. Und das haben sie dann ausgenutzt. Runde um Runde um Runde. Und die Dinner haben es irgendwie versäumt, da rechtzeitig eine Antwort drauf zu finden. Also klares Resümee aus der ganzen Geschichte. Navi top, Question Mark flop. So, jetzt geht's hier in die Piste rein. Das übliche Aim-Duell, was wir kennen. Oh mein Gott, hier bleibt auch noch ein kleines bisschen. Sie ist unten, Frag gemacht, zieht sich aber dann wieder zurück. Jetzt kommt es drauf an, was die beiden hier auf Codes machen. Edward. Oh, schönes, sauberes Aiming. Das kennen wir von Edward. Er und sein Pistol-Aiming über das Cross hier auf dem Kopf des Gegners klebt. Wunderschön anzusehen. Und ich glaube, dass Natus Winkere hier so viel Oberwasser hat, dass sie sich das hier wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen. Und ich weiß, man philosophiert eigentlich nicht über Dinge, die noch gar nicht feststehen. Also klar, wir werden Overpass sehen, das steht fest. Oh, schöne Double Nade. Hat die Double Nade alleine gereicht? Das ist natürlich übel gelaufen für Cypex. Overpass werden wir so oder so sehen. Und so gut wie Navi hier drauf ist, und vor allen Dingen, da die Schlüsselspieler funktionieren. Guardian funktioniert zum größten Teil. Also als sie es noch gebraucht haben, hat er funktioniert. Flamey funktioniert wunderbar, gerade auf der T-Seite. Und der ist unglaublich wichtig für die B-Attacke von Overpass. Also Navis B-Spiel hängt eigentlich größtenteils, auf der T-Seite meine ich jetzt, hängt eigentlich größtenteils von Flamey und Edward ab. Das sind die beiden, die da gerne mitmachen. Und funktionieren beide. Deswegen wird der B-Spot unglaublich schwer zu halten sein. Für Question Mark dann, wenn sie auf der T-Seite starten sollten.
Auf der anderen Seite hängt von Navi natürlich die A-Deckung unglaublich von Guardian ab. Guardian braucht da einen guten Tag, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Und ein guter Tag von Seast würde auch nicht schaden. Momentan funktionieren alle. Zeus ist relativ ausgeglichen. Unauffällig. Unauffällig heißt nicht unbedingt immer, dass er schlecht ist, sondern das heißt nur, dass er eben nicht aufgefallen ist. Auch nicht negativ. Und dementsprechend kann er sich vielleicht mehr aufs Ansagen konzentrieren. Alles gut. Jungs, die in der Mitte ein bisschen festnageln lassen. Flame hier im Duell mit Device. Aber das ist alles nur Geplänkel. Jetzt gibt's die erste richtige Waffenrunde und im Prinzip ist das schon die erste und einzige. Wenn Question Mark die auch verliert, dann ist das Geld wieder alle. Da müsst ihr mit dem Force Buy in die letzte und auf der 5.4 zurückzukommen, ist schon ziemlich schwierig. Mal schauen, siehst mit seiner Arve wieder etwas aggressiver. Das ist, macht er gerne. Hier. Währenddessen sind zwei Spieler von Question Mark schon auf lang durchgedrungen. Cajun und Blake haben sich dort aufgestellt. Dupree etwas unvorsichtig, aber er hatte keine Flash oben von der Mitte. Eine einfache, simple Flash hier oben über die Kante hätte auf jeden Fall Wunder gewirkt. Währenddessen hat Zeus und Edward da lang geklärt und das sieht so aus, als ob Question Mark hier überhaupt nicht viel gegenzusetzen hat. Man sollte davon jetzt noch keine allzu großen Rückschlüsse auf Overpass ziehen, aber es sieht stark danach aus, als ob das 2 hier auf jeden Fall gegessen ist. Und wie gesagt, die Chancen für die zweite Map stehen ziemlich gut, wenn sie weiterhin so spielen. Wenn Navi weiterhin so gut spielt, dann können sie auch, wenn Question Mark sich jetzt ein bisschen fängt, da unter Umständen mit einem 2-0 durchmarschieren. Lassen wir uns überraschen, warten erstmal noch ab. 11 Map Points. Chancen hier zum 1:0. Klar, dass Seast jetzt auch ein bisschen mutiger ist. Der kann sich das Selbstvertrauen auf jeden Fall leisten. Funktioniert ja auch, was er dort spielt. TTABP spielt er gerne. Auf der T-Seite sieht man es eigentlich eher selten. Er ist oftmals die zweite Arve, wenn sie ihn brauchen. Ja, die Triple ABP ist natürlich auch ziemlich mies. Hier steht Guardian auch noch, wenn sich jemand auf kurz zeigt, hat er höchstwahrscheinlich einen ziemlich sicheren Schuss drin. Jawohl, Cajun schon down, Guardian hilft da nochmal rauf, 16:4. Also das war ein Augenschmaus natürlich von Navi, aber alles in allem das Spiel leider ein bisschen eintönig.